Die Scheiße ist am Dampfen im KI-Sektor und jeder möchte aktuell raus aus den Aktien. Supermicro Computer ist am Freitag alleine über 22% gesunken. Bei Nvidia sind es minus 10%, AMD in der Woche auch minus 10%. Den heftigsten Schlag, welchen aktuell keiner auf dem Schirm hat, hat ganz klar Arm bekommen. Die Aktie hat vor knapp 7 Wochen ein 52-Wochen-Hoch gehabt bei über 150 Euro. Und am Freitag ist man dann in der Woche mit einem Minus von über 30% geschlossen und die Aktie handelt derzeit bei 81,50 Euro. Es gibt aktuell zwei primäre Gründe, warum wir diese starken Abverkäufe sehen und warum viele aktuell den KI-Sektor jetzt verlassen wollen. Bei Supermicro Computer haben wir in wenigen Tagen, also am 30. April, die Quartalzahlen. Das Auffällige hierbei ist, dass es von Unternehmensseite aus keine Vorabprognose gab. Das werten die Experten als sehr, sehr starkes Warnsignal. In den letzten 7 von 8 Fällen gab es immer eine Vorabprognose, welche dann im Endeffekt auch von den Quartalzahlen übertroffen wurde. Dann hatten wir zu Beginn dieser Woche von ASML und TSMC die Quartalzahlen und hier sah es leider überhaupt nicht gut aus. ASML ist daraufhin 11% eingebrochen, bei TSMC waren es vom Peak zum Bottom in dieser Woche knapp 13%. Beide Unternehmen haben auf dem Markt eine sehr angesehene Position und besitzen Marktdominanz in ihrem Bereich, welche aktuell ganz oben an der Spitze sind. Dass die Quartalzahlen hier so negativ ausgefallen sind, ist selbstverständlich für den gesamten Sektor ein ganz klares negatives Zeichen. Bei Aktien, vor allem jetzt aktuell in der KI-Bubble, welche so extrem stark gestiegen sind, die werden von den Quartalzahlen her abliefern müssen, damit man den Trend fortsetzt. In Anführungszeichen, gute Zahlen würden nicht ausreichen, damit man die 400-600% Wachstum in so kurzer Zeit rechtfertigt. Und genau das ist auch die Gefahr. Bank of America, für die Leute, die sich dran erwähnen, vor wenigen Wochen gesagt hatte, dass sie bei der Supermicro Computer Aktie ein Preisziel von $1000 haben, haben wir daraufhin in wenigen Stunden eine Rallye genau bis zu dieser Marke gesehen. Auch so schnell ging es dann auch wieder runter, bis man die Supportzone rund um die 750 Euro Marke angetestet, aber daraufhin haben wir mal wieder gesehen, dass die Aktie die 1000 Euro Marke gebrochen hat. Dies zeigt uns die unfassbare Volatilität aktuell in diesen KI-Giganten, aber noch interessanter wird der Sektor an sich. Wir haben gesehen, dass jegliche Unternehmen, auch andere Tech-Titel, welche in den Earnings einfach nur das Wort KI benutzt haben und hier ansatzweise etwas vorgestellt haben, daraufhin eine Rallye hingelegt haben. Experten und Wall Street-Analysten haben vor Wochen bereits davor gewarnt, dass die Luft nach oben hin ziemlich dünn wird, wenn man weiterhin diese Volatilität hat. Dies ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum wir immer mehr Insider und vor allem auch Hedgefondsmanager oder auch größere Investoren sehen, welche ihre Tech-Giganten, welche eine unfassbare Rallye hingelegt haben, aktuell verkaufen und Profite ziehen und die Emerging Markets immer interessanter werden. Wir hatten zum Beispiel Jeff Bezos, der im großen Stile seine Amazon-Anteile teilweise verkauft hat. Wir hatten Mark Zuckerberg, der bei Meta Profite gezogen hat. Aber auch bei Nvidia und Supermicro Computer haben Insider die Aktie verkauft und Profite rausgenommen. KI-Korrektur in der letzten Woche hat den Nasdaq ebenfalls nach unten geschraubt. Das zeigt uns einfach diese Macht der ganzen großen KI-Tech-Titel. Der S&P 500 wurde bereits letztes Jahr absolut von diesen KI-Aktien getragen. Lücke auf den Markt von den Giganten, welche genau den S&P 500 aktuell in die Höhe geschossen haben, wird immer größer zu den anderen Unternehmen. Der Russell 2000 zum Beispiel ist year-to-date immer noch knapp 3% im Minus. Ihm sind die 2000 kleinsten nach Marktkapitalisierung gewichteten US-Unternehmen des Russell 3000 gelistet. Zudem hatten wir auch vor wenigen Tagen die Aussage von Neel Kashkari, einem der Fed-Präsidenten bzw. dem Fed-Präsidenten von Minneapolis, welcher gesagt hat, dass die Inflationszahlen aktuell es uns nicht ermöglichen würden, die Zinsen zu senken. Das war ein Schock, daraufhin haben wir auch eine Korrektur gesehen gehabt. Aber schaut man sich die Zahlen an, macht es alles ganz klar Sinn. Wir werden in der aktuellen Inflationssituation auf jeden Fall keine 3 Rate Cuts, also Zinssenkungen sehen. Das war das ursprüngliche Ziel für 2024 und das hat auch Jerome Powell, der Fed-Präsident, bereits bestätigt gehabt. Schreib mir mal deine Meinung gerne jetzt in die Kommentare. Wir hatten zudem auch zum Beispiel die Neuigkeiten bezüglich einer Konflikteskalation im Nahen Osten. Wird es eine große Korrektur geben oder ist das alles aktuell auch im KI-Sektor nur eine Momentaufnahme und wir werden weiterhin die Rallye sehen wie bereits in den letzten Monaten?